Als ich eines Nachts allein in meinem schmerzlichen Bett lag, erinnerte ich mich, was Nero Golden mir nach dem Tod meiner Eltern gesagt hatte. Werde klug, lerne ein Mann zu sein. Am nächsten Nachmittag erschien ich im Schneideraum, wo Suchitra hart arbeitete. Als sie mich sah, erstarrte sie. Ich habe wirklich viel zu tun, sagte sie. Ich warte, sagte ich. Es wird wirklich spät werden, sagte sie. Ist es okay, wenn ich warte? Fragte ich. Sie überlegte. Du kannst warten, wenn du willst, sagte sie. Dann will ich, sagte ich. Sie wandte sich ab und sah in 5 Stunden und 43 Minuten nicht einmal zu mir. Ruhig und schweigend stand ich in der Ecke und störte sie nicht. Als sie die Arbeit des Tages schließlich beendete, war es 11:15 nachts. Sie schwang auf ihrem Stuhl herum, um mich anzusehen. Du hast sehr geduldig gewartet, sagte sie nicht unfreundlich. Es muss wichtig sein. Ich liebe dich, sagte ich und sah ihre Barrikaden hochgehen. Sie entgegnete nichts. Der Computerbildschirm gab einen Klingelton von sich und zeigte ein Dialogfenster, das ihr mitteilte, eines der offenen Programme verhindere das Herunterfahren. Sie seufzte müde gereizt auf, schloss das Programm und startete das Herunterfahren erneut. Dieses Mal klappte es. Manchmal erhalten Menschen in Extremis von einer inneren oder höheren Macht, das hängt von der Weltanschauung ab, die Gabe der Rede, der rechten Worte zur rechten Zeit, der Sprache, die ein verletztes und misstrauisches Herz öffnen und heilen kann. Und so geschah es zu dieser späten Stunde zwischen den dunkel gewordenen Computerbildschirmen. Nicht nur die Sprache, auch die Blöße hinter den Worten und hinter der Blöße die Musik. Die ersten Worte, die mir von den Lippen tröpfelten, waren nicht meine. Und was sie ihre Wirkung entfalten ließ, war, dass ich, der ich nie eine Melodie halten konnte, einfach versuchte zu singen. Anfangs scheu und dann mit ungebetenen Tränen, die mir übers Gesicht liefen. Bird on the Wire. Mit den Worten des Songs schwor ich die Treue des Verräters und versprach tiefgreifende Besserung. Ehe ich fertig gesungen hatte, lachte sie mich an. Und dann lachten wir gemeinsam, weinten und lachten. Und es war gut, alles würde gut werden. Mit unseren beiden sich überschlagenden Stimmen waren wir Betrunkene in unserem mitternächtlichen Chor. Und wir würden auf unsere Weise versuchen, frei zu sein.